Yo, 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 liebe Freunde, endlich ist es soweit. Wir haben mal wieder richtig geile neue Skins drin. Heute echt mal ein nicer Shop. Wir haben zwei neue Skins, beide auch mit einem ziemlich nicen Backpack dazu. Wir haben nämlich da einmal den Provisorium für 1500 V-Bucks. Das ist quasi ein Roboter, bestehend aus Müll. Auch der Kopf ist zum Beispiel ein Toaster. Er hat halt so ganz viele kleine Bauteile dran. Richtig geiler Skin. Dazu gibt es auch noch einen nicen Backpack, und zwar einfach so ein Mülltonnendeckel, auch so ein bisschen zerbeult, und der gefällt mir richtig gut, dieser Backpack. Und dann haben wir noch den weiblichen Skin, und zwar diese Mechanikerin, die Zündkerzenkünstlerin für 1200 V-Bucks. So schaut sie aus, hat eine ziemlich coole neue Frisur, und wir haben auch noch einen neuen Backpack dazu. Schaut auch ziemlich cool aus. Der Skin selbst gefällt mir einfach richtig gut. Also der Skin, glaube ich, den werde ich sehr, sehr häufig spielen. Deswegen werde ich mir auch direkt hier gönnen. Außerdem könnt ihr die Skins auch heute wieder kostenlos gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, um die beiden Skins hier zu bekommen, ist einfach nur Snoxy als Creator eingetragen zu haben. Und wenn ihr das gemacht habt, einfach ein Hashtag Snoxy unten hier in die Kommentare schreiben unter dieses Video hier, und alle Leute, die dann bis heute Abend dort Snoxy als Creator eingetragen haben in dieses Feld hier und nochmal neu auf Annehmen geklickt haben und dann halt ein Hashtag Snoxy als Kommentar hier unter dieses Video geschrieben haben, die können dann halt die beiden Skins hier gewinnen. Und außerdem bekommt ihr dann, wenn ihr das macht, ja noch die neue Waffentarnung kostenlos freigeschaltet dann von Epic Games, weil die ist ja aktuell im Valentinstags-Event. Falls ihr das nämlich noch nicht mitbekommen habt, Fortnite hat dann nochmal auf Twitter gepostet, dass man den Creator nochmal neu eintragen muss, also dass das quasi jetzt erst neu zählt und man halt erst ab jetzt dann quasi Snoxy dort zum Beispiel eintragen muss, um dann den Skin freigeschaltet zu bekommen mit dem neuen 7.4 Update. Da wird man den dann quasi ins Inventar bekommen. Also falls ihr den Skin noch haben wollt, kostenlos mitnehmen wollt, einfach gerne dort Snoxy zum Beispiel als Creator eintragen und nochmal neu auf Annehmen klicken, und dann werdet ihr den freigeschaltet bekommen. Und wie gesagt, könnt ihr dann heute auch noch die beiden neuen Skins hier komplett kostenlos gewinnen. Ich werde mir jetzt auch hier direkt mal den Provisorium, den ziemlich geilen Roboter hier holen. Außerdem haben wir dann heute noch im Shop das Frostausrüstungspaket mit den drei Items weiterhin für 1000 V-Bucks bekommt man die drei, also die beiden Spitzhacken und den Gleiter dazu. Und auf der rechten Seite haben wir mal wieder den Knight Rider drin für 1500 V-Bucks. Weiß nicht, ich finde den Skin an sich zwar nicht schlecht, aber dafür, dass er nicht mal ein Backpack hat und 1500 kostet, finde ich ihn doch ziemlich, ziemlich teuer. Würde ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die Stoppaxt ist, finde ich, ganz lustig gemacht. Also das ist halt einfach ein Stoppschild in Form von einer Axt. Da hat man noch diesen Sound dazu. Und dann haben wir noch zwei coole Emotes heute drin. Einmal Poplock. Und noch den unendlichen Dab. Beides ziemlich coole Tänze, kann ich beide auf jeden Fall empfehlen. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop, stimmt gerne mal oben rechts ab. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr natürlich gerne jetzt noch abonnieren. Und Leute, schreibt noch unbedingt ein Hashtag Snoxy in die Kommentare, falls ihr mich als Creator eingetragen habt, um dann heute die beiden Skins kostenlos gewinnen zu können. Einfach nur Snoxy dort eintragen und halt ein Hashtag Snoxy in die Kommentare. Und dann nehmt ihr da automatisch am Gewinnspiel teil. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Auf die Endcard verlinke ich euch nochmal das neue Spind-Video. Ich habe nämlich endlich meinen Spind mal vorgestellt, und das haben sich ja so viele Leute gewünscht. Deswegen, falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt jetzt hier einfach mal drauf, um euch das Spind-Video anzuschauen. Einfach hier raufklicken, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Tschüss!